Im Rahmen der Instandsetzung ihres Streckennetzes erteilte die Deutsche Bahn AG der Firma Zürcher Bau GmbH den Auftrag, die Bodenseebahnlinie im Bereich zwischen Ludwigshafen und Überlingen von Kilometer 8 plus 677 bis Kilometer 15 plus 106 grundlegend zu erneuern. Hierzu musste der Oberbau aller Schwellen und Schienen ausgetauscht werden. Des Weiteren war das Schotterbett zu reinigen und in einigen Bereichen vollständig zu erneuern. Der Auftrag beinhaltete auch die Erneuerung der Schienen, da diese teilweise schon über 50 Jahre alt waren. Dort, wo die Tragfähigkeit des Unterbaus nicht mehr gegeben war, galt es, den Untergrund durch den Einbau einer 30 cm starken Planungsschutzschicht komplett neu aufzubauen. Die notwendigen Materialien wurden seitens des Auftraggebers über den Tarifpunkt Singen zur Verfügung gestellt. Zur Durchführung der Arbeiten wurde die Bahnlinie ab dem 16. Oktober 2006 für 2 Wochen komplett gesperrt. Schon im Vorfeld begann die Firma Zürcher mit den notwendigen Arbeiten. So wurde die Baustelle vorbereitet, verschiedene Sicherungs- und Rodungsarbeiten durchgeführt sowie ein Lager- und Umschlagsplatz im Bereich des Bahnhofs Überlingen-Therme eingerichtet. Eine besondere Anforderung war hier durch den eingeschränkten Raum für Zufahrts- und Lagermöglichkeiten gegeben, da die Bahnlinie einerseits direkt am Bodensee entlang führt und auf der anderen Seite durch eine vielbefahrene Autostraße begrenzt ist. In den ersten Tagen der Vollsperrung wurde die Strecke für den Einsatz der Großgeräte vorbereitet. So wurde zum Beispiel der Untergrund im Bereich der Bodenseewasserversorgung komplett ausgetauscht und neu aufgebaut. Hierbei wurden die Planungsschutzschicht und der Schotter abwechselnd abschnittsweise vorgebaut und verdichtet. So konnte gewährleistet werden, dass der Untergrund nicht befahren und dadurch aufgeweicht wird. Abschließend wurden dann die zuvor nach hinten weggefahrenen alten Gleisjoche wieder aufgelegt und provisorisch ausgerichtet und verlascht, damit der folgende Umbauzug seine Arbeit ausführen konnte. Auch an anderen Stellen waren Vorarbeiten notwendig, wie hier im Bereich des Bahnhofs Sipplingen, wo die Gleiserneuerung konventionell durchgeführt wurde, da durch den Bahnsteig der Arbeitsbereich für den Umbauzug zu eng ist. In der Nacht zum 20. Oktober wurde dann bei Kilometer 15 plus 106 mit dem Umbauzug das erste Großgerät eingesetzt. Seine Aufgabe ist es, die alten Bahnschwellen gegen neue auszutauschen und bei Bedarf die Schienen zu wechseln. Da aus logistischen Gründen die neuen Schienen seitens des Auftraggebers erst später gestellt wurden, mussten diese im Nachgang gewechselt werden. Das Einsetzen des Umbauzugs ist immer wieder ein besonderer Moment. Nachdem die Schienen getrennt sind, werden sie auseinandergespreizt, um so den Raum zum Tauschen der Schwellen zu schaffen. Dann muss ein Teil der Zugeinheit auf ein Raupenfahrwerk umgesetzt werden, da sich im Bereich des Schwellenwechsels ja keine Schienen zur Führung des Umbauzugs befinden. Jetzt kann mit der eigentlichen Arbeit, dem Austausch der Schwellen, begonnen werden. Der Ablauf der folgenden Tage und Nächte wurde nun vom Arbeitstakt des Umbauzugs bestimmt. Beim Umbauzug werden die neuen Bahnschwellen über ein Portalkransystem zugeführt, dann abgelegt und gleich ausgerichtet.
Anschließend werden die Schienen wieder zusammengeführt, aufgelegt und montiert. Der ganze Vorgang wird vom Maschinenstand aus gesteuert und durch Monitore überwacht. Aber die Schwellen müssen ja nicht nur ausgetauscht werden. Die Baulogistik muss auch dafür sorgen, dass bei der 6,5 Kilometer langen Strecke über 10.000 Schwellen rechtzeitig zum Einbau bereitstehen und ebenso viele alte Schwellen mit dem Arbeitszug abgefahren werden. Die Versorgung des Umbauzugs mit Schwellen verrichten hierbei, wegen der langen Wege auf dem Arbeitszug, zwei Portalkräne im perfekten Zusammenspiel. Zur Pufferung dieses enormen Materialbedarfs ist der Umbauzug oft viele hundert Meter lang. Hinter dem Umbauzug wird die Schwellenlage stichpunktartig kontrolliert und bei Bedarf korrigiert. Danach konnte die Bettreinigungsmaschine RM95 mit ihrer Arbeit beginnen. Ihre Aufgabe ist es, das Schotterbett unter den Schwellen zu reinigen und aufzuarbeiten. Wenn die Verschmutzung des Schotters zu stark ist, muss der gesamte Schotter abgetragen und abgefahren werden. Zur Reinigung wird der Schotter von einer Raumkette unter den Schwellen aufgenommen und über Transportbänder zur Reinigungseinheit mit den Sieben weitertransportiert. Auch hier wird der Vorgang vom Maschinenstand aus gesteuert und überwacht. Über einen Monitor kann hier auch das Sieb überwacht werden, auf dem der Schotter vom Dreck befreit wird. In den Bereichen des Vollaushubs wird der Schotter direkt in die angehängten Bunkerwagen MFS 40 umgeleitet. In den anderen Bereichen wird der Schotter gereinigt und anschließend wieder unter die Schwellen eingebaut, die im Reinigungsbereich von der Maschine gehalten werden. In der Regel werden die Bereiche des Vollaushubs nach einer Prüfung des Untergrundes vom Auftraggeber schon im Vorfeld festgelegt. Im Anschluss an die Schotterreinigung konnte die Richt- und Stopfmaschine ihre Arbeit aufnehmen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Gleise in mehreren Durchgängen auszurichten, den Untergrund zu verfestigen und das Gleisbett gemäß dem Trassierungsplan stabil abzuladen. Der gesamte Zug besteht aus drei Einheiten. Bei der ersten Einheit, dem Stopfzug, hebt eine starke Richteinheit das Gleis an und richtet es aus, während die Stopfpickel unter die Schwellen eintauchen und den Untergrund verfestigen. Gleich im Anschluss daran folgt die elektronische Messeinheit, welche die neue Lage der Schienen überprüft und dokumentiert. Die hier gewonnenen neuen Daten werden im Messzug aufgearbeitet und bilden dann die Grundlage für den nächsten Durchgang der Stopfmaschine.
Den Abschluss bildet der Shottok-Flug. Er formt den Regelbettungsquerschnitt, pflügt die seitlichen Ränder und kehrt schließlich die Schwellen ab. Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen des Stopfzuges muss bei Bedarf immer wieder neuer Schotter aufgelegt werden. Aufgrund der logistischen Gegebenheiten konnten bei dieser Baumaßnahme erst jetzt die Schienen ausgetauscht werden. Hierbei werden zunächst die neuen Schienen in die richtige Position verzogen. Nach dem Trennen des alten Schienenstrangs wird dieser beim Rückwärtsfahren zur Seite gelegt. Dann werden die neuen Schienen angesetzt. Und anschließend in der Vorwärtsfahrt durch das Fahrwerk des Baggers in der richtigen Position eingespreizt. Diese Arbeit erfordert einiges an Geschick und Erfahrung vom Maschinenführer. Zügig tauscht das erfahrene Zürcher Team in einer nächtlichen Aktion die alten Schienenstränge gegen die neuen 120 Meter langen Schienenstränge aus. Den Abschluss der Arbeiten bildete schließlich der Schweißtrupp, welcher die neuen Schienen stoßfrei verschweißt. Damit die Schienen spannungsfrei abschließend eingebaut sind, müssen sie auf 26 Grad vorgewärmt werden. Dann wird die zum Schweißen notwendige Schienenlücke hergestellt. Unmittelbar vor dem Schweißvorgang werden die Schienen nochmals exakt ausgerichtet. Jetzt wird die Schweißform aufgebaut und abgedichtet. Nachdem die Schweißform vorgewärmt ist, kann schließlich die bis zu 1600 Grad heiße Schweißung einlaufen, bei der die Schweißlücke mit flüssigem Thermit vergossen wird. Das Abscheren der Schweißrückstände und anschließende profilgerechte Schleifen garantieren die stoßfreie Verbindung der neuen Schienen. Zu guter Letzt werden die Schienen nochmals mit dem richtigen Drehmoment verschraubt. Die Firma Zürcher hat die ihr übertragenen Arbeiten zum Erneuern der Bodenseebahn mit den hohen logistischen Anforderungen und dem engen Zeitrahmen zur vollen Zufriedenheit des Auftraggebers ausgeführt. So kann die Bahn auf der Strecke wieder für viele Jahre ihre Personen- und Gütertransporte durchführen.